Dreckige Bitch. Dreckige Bitch. Und damit hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal Erklärungsgut. Mit der dreckigen Bitch Speedy. Ja, hallo. Meine Wenigkeit Hordin und das schöne Spiel Last Whisper. Haben wir gefunden auf Steam, haben wir gedacht, cool, geht Koop. Machen wir jetzt mal Koop. Am Anfang müsst ihr euch einen Charakter bauen, habt so ein bisschen Tutorial, was wir jetzt quasi nochmal... Ey, du, ich nehme Schaden, das ist doch schon klar. Ja doch, ja. Hallo. Ach doch. Ah ja. Au, Arschloch. Eine Frau schlägt mich nicht. Und da müssen wir am Anfang so Gegenstände aufsammeln hier. Und das muss der Speedy jetzt machen quasi, weil ich hab's schon gemacht. Und erst dann kannst du den einladen. Also du hast größer die Punkte angezeigt, kannst du ja abarbeiten. Nice. Jo, mach ich. Und dann kommen wir raus und dann kommen wir, ja, looten und leveln. Mal sehen. Zombie-Spiel wahrscheinlich. Geh ich davon aus, ne? So Crafting-Zombie-Spiel. Ja, also müssen Sie den ersten anscheinen. Ist jetzt optisch ein kein Highlight, also ich spiele schon auf episch, aber... Ja, es passt also dir. Aber ich finde es trotzdem ganz lustig irgendwie. Sind wir schon dabei? Jetzt muss aufpassen, wenn dir Treppen unterfällt, bist du gleich Instant-Kill. Ich sammle das mit Absicht nicht auf, nicht wundert Leute, weil das ist das gute Speedrun aufsammeln muss, sind seine Aufgaben. Oh, komm mal, weint jemand. Oh, ja, sind das Waffenschmied oder was? Zu Recht bei der Situation. Stimmt, ja. Eine Pickaxe kriegen wir hier. Und Gold. Geil. Brauchen wir aber alles hier, whatever, also Geld wahrscheinlich oder diese Währung. Gibt sogar wieder eine goldene Waffe. Ich bin mal gespannt, was das eigentlich für ein Spiel überhaupt ist. So richtig kann ich mir das noch nicht vorstellen. Mal sehen. Ein paar Waffen haben wir ja schon. Ein bisschen was haben wir gekriegt hier. Holz hatte ich vorhin schon gesammelt. Ein bisschen Essen haben wir. Das tun wir mal hinter. Was ist denn das? Falcon Gun Mode. Damage. Aha, okay. Kann ich hier draufsetzen? Nee. Kann ich irgendwas kommen? Nee, kann ich nicht. Ja, haben wir auf jeden Fall hier herstellen. Haben wir Wooden Sticks, Clove, Rope, Bandage, Hammer. Lockpick. Okay, kann man auch Schlösser knacken. Cool. Schönes Campfire. Repair Bench. Wäre auch komischer Name, hä? Crafting Workbench. Wooden Wall. Na komm, wir können unsere eigene Basis bauen. Oh Gott, Leute, ihr wisst, was man da in der Halle Basis bauen kann. Das ist. Aber ich werde diesmal mich wieder unterordnen und werde einen guten Speedrun mal den Ort festlegen lassen, weil sonst wären wir nie fertig. Ja, ein bisschen Level kommen wir uns. Hier seht ihr auch die. Ja. Hier seht ihr auch die ganzen Dinger. Enemy Camps, okay. Ach, hier sind Enemy Camps, okay. Seht ihr die ganze Map mal? Ja, bin mal gespannt. Kann ich Auto fahren? Nee, da stand vorhin bei mir alles gar nicht da. Okay, krass. Hier haben wir Doktor. Hauen wir gleich mal drunter, Junge. Wo ist denn das hier? Hey, wo geht's? Wo ist das denn hier hin? Oh Gott, da klärt. Ja, ja, das war der Klappe. Ein Scheißpapier. So, tschüss. Geil, okay, ich kann jetzt hier auf das Blechdach hochklettern. Wozu das bitte? Hä? Okay. Okay, das ist schon... Ja, gut, ist noch am Anfang. Wir können es dann auch bewerten am Ende. Also könnt ihr euch runterladen. Auf Steam gibt es natürlich kostenlos die Demo, ne? Wie gesagt, könnt ihr auch zu zweit oder zu dritt spielen. Hier ist noch ein Haufen Spinn. Das Video müsst ihr nicht aufmachen. Oder musst ihr nicht aufmachen? Die hab ich schon, aber ist nicht drin. Achso, ja, stimmt. Ja, da war nichts drin. Gut. Genau, die kann man auch bewerten dann und mal sehen, wie es ist. Weiß gar nicht, mit wie vielen Spielern man spielen kann. Ob ich noch mehr einladen könnte. Das bin ich aber. Alte Kletterfritz. Was? Gehen wir mal raus, ne? Ja, ah, kabbelt was. Bäh. Ey. Oh, ist doch schlau wie zu Hause. Ekelhaft. Kabbelt zwar auch überall, aber. Jetzt heißt es Explore, Loot, Craft and Level Up. Oh ja. Das machen wir da durch, ne? Feindholz hab ich. Wie die? Ich hab schon mal geile Knarre hier. Go, 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 motherfuckers. Gegen was, die Natur. Was stand da? Warte mal. Holz. Verdammt. Boah. Das hat auch was für Walking Dead. Gefällt mir. Also mir gefällt das ja erstmal sehr, wenn das so aussieht. Also so postapokalyptische Sachen. Du levelst erstmal oder lootest erstmal, okay. Ja, mach's, ich habe noch die eine Quest fertig gemacht. Mach das. Ich habe gerade gefunden. Ein Cellphone habe ich gefunden, okay. Hast doch auch nicht viel Platz im Rucksack, ne? Das merke ich gerade so. Nee, aber ich habe irgendwo einen größeren Rucksack. Glaube ich. Bei dir? Munkelt man. Nee, ich glaube bei dem Außenposten vorne. Warst du schon so weit vorne? Alter, was machst du? Nee. Alter, du wirst noch schaffen, mich zu killen. Jetzt bin ich fast tot. Ich habe doch gerade das Fass geschlagen. Ja, ich stand so weit dran.
Stell dich nicht zwischen mir und dem Fass. Ja, stell dich nicht zwischen das Fass und meiner Axt. Hab ich gemerkt. Wer schon merken, Speedy? Kann ich ja nicht so oft machen, oder bin ich dann down. Ah, hier unten ist ein Small Package. Oh, cool. Hast recht. Ja, nice, Speedy. Da, danke dafür. Na? So unten bei dem Strommast. Hast du den schon geholt? Gunpowder. Nee, der Loch bei mir hier oben. Auf dem Auto. Aber du hast ihn schon, oder was? Nee, noch nicht, aber ich komm gleich hin. Jojo, mach. Da ist leer. Ganz Ruhe. Mensch, wenn Speedy mal so ein Survival-Crafting-Game spielen. Also postapokalyptisches Crafting-Game. Schon selten. Was haben wir denn hier? Da ist auch mal was man da mod machen. Da ist nichts drin. Wunderbar, danke. Unten bei dem Strommast? Ja, am Arsch. Hier ist alles leer. Wo bist denn du? Warte mal. Ja, das kotzt dich wieder an. Gehst du einmal mit dem auf Erkundungsreise? Warte mal. Du hast doch den Rucksack hier auf, du Depp. Du hast deinen Charakter das mitgenommen. Ist aber... Ja, der Standard. Es gibt aber einen großen und einen größeren hier. Ja, ich habe jetzt einen mit, wo ich 3 Zeilen habe und unten nochmal 5 Felder mehr. Ja genau, den habe ich auch. Dann haben wir einen kleinen. Also du sowieso, aber... Bist ja wieder gut drauf, ich mag sie. Naja. Wollen wir wieder mal ein Speedy aufnehmen? Ja, ist oder? Ja gut, einen größeren habe ich jetzt aufholen. Also, ja, das stimmt, ja. Muss auch mal hier ehrwürdigerweise einen Klunker vertreten. Das ist aber ganz, ich finde es irgendwie ganz cool. Also optisch von der atmosphärischen Optik her, sag ich mal. Von der jetzt, von Grafik ist jetzt, kann man sich streiten, aber. Ich sag mal, es muss ja auch nicht immer High-End-Grafik sein, ne? Wenn das Spiel Spaß macht und cool ist, dann ist mir das völlig egal. So, hier habe ich wieder so ein Bauding drin. Achso, eine Mod. Also, es gibt dann auch noch, die Waffen werden dann auch noch farbig irgendwie, also, ne? Gibt dann auch noch verschiedene Waffen. Hast du da was drin oder ist das immer nur für einen? Na, ich habe gerade einen Mikrochip drin, ne? Ersten Gegner, Leute. Gut, ich halte noch viel aus. Oh, das. Das. So, werden wir aber mal die Lucille versuchen, ja. Ja, das wusste ich, weil ich wusste, dass ich nur noch einen Schlag brauche, Leute. Vielleicht kann mich das Speedy wiederbeleben, mal sehen. Ah ja, steht dort. Also, Leute, doch noch. Oh, ich hab den. Also, es war eine blöde Idee. Aber meine Energie war ja auch schon fast rum. Also, von daher. Kann man hier irgendwas machen? Ich steht dort. Ich warte darauf, dass ein anderer Spieler mich wiederbelebt. Aber wie? Keine Ahnung. In der Hocke gehen vielleicht? Nehme ich von hinten, du Sau. Oh je. Ja, bin falsch rum. Zappel nicht, das geht. Du willst mich doch bloß umdrehen, gib's doch zu. Warte, ich hab mal hier verbannt. Ach gut, das kann natürlich sein, dass du irgendwie Medikit braucht. Aber ich hab eigentlich. Scheiße. Na gut, wenn nicht, muss ich wieder bis dorthin rennen. Weil ich glaube, ich war wieder zum Anfang geschmissen. 22 Sekunden haben wir noch, Leute. Dann sind wir endgültig tot. Nee, sorry, also es wird nichts angezeigt, ich kann auch nichts machen. Na gut, pass auf, da drücke ich X. Dann kann ich meinen Loot wiederholen. Weil du startest ja dann immer bei dem Doktor. Es kann sein, dass du das erst leveln musst, irgendwie Wiederbelebung. Müssen wir im Skillbaum Tree Dingsbums mal gucken. Schalten Sie frei, Wiederbelebung. Ja, siehst du, habe ich schon gesagt. Aber mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Egal. Noch aber nicht weit weg. Also wie gesagt, ich hatte ja gar keine HP mehr. Aber ich, also Baseballschläger, Leute, kann ich euch nicht empfehlen. Lucille war beim Liegen gut, aber bei uns nicht. Ah. Sind aber ein schnuckliches Typchen, ne? Also ja, schönes Tattoo hinten auf dem Rücken. Durchtrainiert. In der Zombie-Apokalypse-Welt. Respekt, du. Was sind das? Keine Ahnung, was ich da aufgenommen habe. Das war, glaube ich, der Zombie, den ich gekillt habe. So, ich weiß gar nicht, was man da kriegt. Ach ja, guck mal, habe ich, Ach, Storm habe ich doch gekriegt. Tomatensaum, cool. Was ist das? Pistolen-Armo. Okay, ja, die werde ich annehmen jetzt, die Pistole. Ach so, warte mal, ich habe ja hier... Das ist die Schnellwollliste. Hier muss das rein. Das tun wir hier rein.
Da haben wir, glaube ich, keine Munition dafür. Mal Schuhe gefunden. Ja, kann ich nicht mit Doppelklick machen, schade. Schuhe ist gut. Stiefel, Eisleder. Das hätten die schon ab. Klasse. Pickaxe. So, haben wir alles wieder. So, zeig mal her, wo ist ein Fähigkeitsbaum hier? Beweglichkeit, Kraft. Okay. Aber da oben funkelt irgendwas, da irgendwas blitzert da. Hm, ich guck gleich mal. Du hast ein Wiederbeleben gesehen. Nicht, das war einfach rumgesponnen. Ach so. Ja, das. Ich könnte mir es auch gut vorstellen, dass es so ist, aber ich sehe es ja gerade nicht um. Oh, pass auf, der Feind. Oh, Speedy, nice. Aber cool, da haben wir schon mal ein bisschen Samen und sowas. Geil, können wir uns dann mal eine Basis bauen. Bin ich mal gespannt, wo wir bauen dürfen oder überall bauen können. Ist nichts drin bei mir. Ich weiß auch gar nicht, wir sind jetzt auf der Karte da. Okay, krass. Oh mein Gott. Wir sind Elch oder sowas. Wir sind da. Okay, wo ist denn? Level 1 bis 10. Achso, Level 10 bis 20. Steht dann auch da, welche Level die haben. Okay, also bringt's. Also okay, also musst du sowieso erstmal in der Anfangswelt irgendwo ein kleines Häuschen aufbauen. Und dich upgraden, sonst wird's nix. Wobei ich nicht weiß, wie viel wir in der Demo spielen dürfen, aber. Vielleicht die eine Gegend hier. Kann sein, ja. 1 bis 10. Das W ist dann wahrscheinlich unsere Basis. Okay, also komm mal. Na gut, jetzt tun wir uns hier ein schönes Plätzchen. Ja, wie man sieht, das ist auch noch ein bisschen buggy. Das wollte ich am Speedy drauf. Aber ist ja verständlich. Der das, einzigste. Ja, der einzigste nicht das erste Mal heute. Ja, guck mal, jetzt der Laptop weg, den hast du jetzt rausgenommen. Also, das ist nicht für jeden gleich. Das ist gut zu wissen. Spielt ja keine Rolle, weil wir spielen ja eh zu zweit, das ist nicht so schlimm. Da hat ihr noch halt mal Granaten. Ne? Da, Alter, ne, jetzt ist. Jetzt ist es eine Granate. Bewege die mal. Oder ist das eine Granate? Sieht so aus. Ja, das muss ich einmal probieren. Warte mal, das ist die Nummer 6. Vorsicht. Ja, Rauchgranate habe ich gedacht, ja. Ah, wunderbar. Eine Explosion. Wow! Ja, soundmäßig müssen sie auch noch was machen, die Jungs. Aber ist ja egal. Wir spielen ja eine Demo nicht umsonst, ne? Wenn genau. Die Proben. Also von ersten Eindruck reicht das vollkommen zu. Boah, ich habe eine Militärweste. Nice. Also, aber ist so richtig erkennen du es da nicht, ob die was bringt, oder? Ach da. Absorbiert bei Verwendung 5% Schaden und erhöht die Temperatur um 5 Grad. Ist klar, ist meistens so bei solchen Spielen. Was bringt denn die? Okay, die ist gar nicht so gut wie unsere Rüstung, die wir haben. Keine Bewegung, keine Bewegung. Oh, Speedy, Alter, bist du verrückt. Ja, was der? Oder hinten ist der Nächste. Ich würde mal das Haus. Oh Gott, jetzt war ich erschrocken. Alles gut. Kommt da hier angespäst. Juhu! Oh Gott. Hier war gerade einer hier rechts. Sieht ja ein bisschen aus wie Action Jackson. Ja. Oh, krass, hab ich gar nicht gesehen. Ja, blöd, wenn man nachladen muss. Nice! Ordentlich, also 3-4 Headshots halten dich schon aus. Ja, das musst du ganz schön gut Munition reinpumpen. Oh, links ist glaube ich ein Dicker. Ach ne, das sieht besser aus. Oh Gott, das sind aber viele. Aber zwei, nur. Kommen wir aus dem Müll, kann man durchsuchen. Haben eine Pistole gefunden, okay, was bringt die? Fügt den Ziel 30 Schaden zu. Oh, ich weiß nicht, was der Unterschied ist. Ich teste mal die andere Waffe, Leute. Kommen einige Gegner, ne? Oh, sind geboren. Nice. Hammer. Oh, hier gibt's einiges. Hm. Hoffe ich. Na? Gibt's da wieder Müll zum Plündern? Nicht schlecht. Oh, eine Blaupause wahrscheinlich. Oh, cool, gibt's auch wieder. Also was gibt's da? Ach ne, 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 ist eine fertige. Okay, was hast du gekriegt? AK-110. Tier 1. Rare. Ja, nicht schlecht. Uncommon. Okay. Ja, die ist quasi wie eine normale Waffe, die ist bloß grün hinterlegt. Mit so einer Aura. Na, wie man es schon von anderen Spielen kennt.
Wahrscheinlich dann die Qualität. Aber schlechter als meine hier so. Ja, gut, das ist, ja, gut, die, aber die hat bestimmt auch einen Bonus, aber den sieht man nicht so richtig, finde ich. Naja. Schade. Ich gehe mal oben hin. Ja, ich glaube, so eine andere Legging ist angezogen. Jetzt bei so ist keine Ahnung. Ja, guck mal oben, ich gucke mal unten rein. Unten haben wir auch noch was. Was haben wir hier noch? Oh. Eine Vase. Ja. Oben gibt's gar nichts. Nix, okay. Nee. Was habe ich noch? Pfeile oder was? Ach, Speer, okay. Sollen wir aber aufmunitionierte, du meine Fresse. Solche Speer. Okay, kannst aber ab beschießen. Kann man aber mal probieren dann, Leute. Mein Todessymbol ist immer noch da, obwohl ich den ganzen Rucksack gelootet habe. Komisch. Naja. Kommen wir zu dem Turm dorthin. Sie hat was für Final Fantasy 7 irgendwie. Leute, wer es kennt, eins im Chat. Also wer kennt es nicht, aber. Final was? Ja, genau. Ganz genau. Du kannst ja auch schwimmen irgendwie, ne? Aber ich habe noch nicht rausgefunden, wie tauchen geht. Schwimmen kannst du, tauchen kannst du. Ist eigentlich ziemlich einfach gehalten. Ja, schwimmen, Blub. Aber tauchen weiß ich gar nicht, wie es geht. Was muss ich da drücken? Naja, tauchen habe ich gerade nicht. Also auftauchen ist laut das da. Na gut, vielleicht geht da tauchen nicht. Das kann auch sein, dass das gar nicht gedacht war oder noch nicht gedacht ist vielleicht. Komisch. Hauptsache schwimmen geht. Genau. Ja, würde ich sagen, bauen wir uns ein bisschen Holz ab und bauen uns eine schöne Bude. Und wir werden erstmal, dass wir eine Werkbank bauen können, sowas. Jo. Das ist ein bisschen crazy, Leute, wenn man hier den Baum versucht zu fällen. Müsst ihr wirklich immer an dem Punkt dran sein. Oh, guck mal, ein Zombie. Keine Bewegung, bleiben Sie stehen. Ja, wirklich auch stehen bleiben. Ja, nein, einfach durch. Okay, Abholung, was steht hier? Abholung? Na? Okay. Kannst du aber. Müsst ihr da ein bisschen größer machen, liebe Entwickler, die Schrift, weil die ist, ich finde, die kannst du schlecht lesen an der Seite rechts. Es ist ein bisschen klein. Also in der Hitze des Gefechts geht gar nicht, kapierst du gar nicht so schnell, was du eingesammelt hast. Könnten wir eigentlich gleich die Bosses hier rechts nutzen, hä? Wie du möchtest. Könnt man quasi hier kurz den Zugang. Jo. So, lass mal noch rumgucken, weil ich denke mal, wir werden noch mehr brauchen, auch für die Werkbank noch anderes Material vielleicht. Ah, guck mal, ja, geht schon mal, kann ich schon mal die Dinger abbauen, okay. Ja, das finde ich auch mal ein bisschen schade in so einem Spiel, klar, mal besser, ne, wir wollen jetzt nicht hier zu sehr kritisieren oder Schlüsse ziehen, weil das ist ja nicht so ein reines Crafting-Game. Aber es gibt ja mittlerweile viele Crafting-Games, wo du wirklich den Stein Stück für Stück zerbröselst, sag ich mal. Das sieht immer ein bisschen cooler aus, finde ich, als wenn du einfach draufhackst, dann ist er weg. Oh. Da gibt es mittlerweile sehr, sehr coole Animationen, also ist ja durch ein bisschen Engine-abhängig immer. So, ich hole mal noch ein bisschen Stein und dann kannst du ja mal gucken. Ich weiß ja nicht, wenn wir eine Werkbank so hinbauen können, brauchen wir eigentlich gar keine Foundation bauen und sowas. Holz. Scheiße. Oh, da kann ich auch noch ein bisschen mitbringen. Ja, dann eigentlich nicht, naja, stimmt. Holz. Jetzt gehen wir oben auf das kleine Plateau. Nur ja, die Boss ist nicht schlechter. Ja, hat man schon schlechtere, sag ich mal. Ja, durchaus. Zack, 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 zack. Holz, okay, die Steuerung soll tauchen sein. Okay. Ja, gut, wie gesagt, ob das dann immer funktioniert, oder? Kann man die Baumstämme dann auch noch? Ah ja, kannst du auch noch wegmachen. Guck mal. Oder auch nicht. Oder ist ein Animationsfehler? Das kann auch sein. Ja, ist ja meistens auch mit Schaufel oder so, wo du den wegnehmen kannst. Du bist auf dem Plateau oben, okay. Ja, herstellen. Guck mal, da geht's noch rein, ja? Das ist. Oh, das ist immer ganz heikel, sowas. Wenn du da jetzt reingehst, kannst du, dann kommst du nie wieder raus.
Schöner Pack. Wo ist noch das Speedy da? Hau ich schon erstmal ein. Crafting Workbench. Rope brauchen wir. Rope! Jo. Dann gucken wir doch mal. Und Rope kriegt man mit. Fiber. Wer hat's gedacht? Ganz was Neues. Klassiker, pass auf, dann musst du bestimmt 3 drücken und dann mit der Hand so groß ein bisschen abzubinden, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht. Nee, okay. Added wood sticks to inventory, okay. Hast du gerade Wood gemacht irgendwie? Ja, ich habe die ganzen Bäume abgeholzt, oder? Nee, gerade eben, weil bei mir wurde gerade Wood sticks to inventory angezeigt. Ich habe auch nichts gemacht. Ach, guck an hier. Naja. Was habe ich jetzt? Added to Fiber. Okay, ja, das sind wirklich Büsche, aber die... Oh, die erkennst du aber schlecht, du. Das sind, glaube ich, die großen hier. Ja. Okay. Schlau. Na gut, dann stellen wir mal Rope her. Wäre halt interessant, ob das auch für dich zählt, was ich habe. Hier ist Rope. Wood. Ich hab doch gerade Fiber eingesammelt, verdeck es nochmal. Wo ist denn das jetzt? Okay, ich habe mal ein bisschen Rope hergestellt. Ach, I need a free slot. Ach, ich hab kein... Okay, scheiße. Ich hab kein free slot mehr. Scheibenkleister. War es eine dekorative Hauch von Schönheit? Okay. Gut, dann gehe ich auch mal zurück und hau mal die Vase irgendwo hin. Die E plus dekorative ist ja scheißegal. So, wie kann ich die denn aber jetzt? Okay. So einfach ist es. Da steht's ab. So, herstellen. Jetzt geht's los. Rope. Let's go. Ah, jetzt. Vamos. Wieso for crazy? Wieso habt ihr einen Freeslot? Ich muss essen. Achso, ich kann aber nur try Rope bauen. Try Rope. Try Rope. Können wir auch ein Storage bauen. Ja, okay, das können wir. Pass mal, das mache ich jetzt mal. Ach, das geht dann direkt ins Menü. Das ist ja scheiße. Okay. Was ist das denn hier? Handwerksgegenstand. Ja, wow. Was ist denn ein Handwerksgegenstand? Dann habe ich erstmal die Weste raus. Da habe ich noch einen Platz und dann probiere ich mal eine Kiste zu bauen. So, zack. Habe ich jetzt. Jetzt ziehen wir die Kiste mal hier hoch. Drücken wir mal das 6 und es geht. Ja, okay, du kannst es einfach so hinstellen. Du bräuchtest jetzt keine Foundation bauen, okay? Bauen natürlich gleich klassisch im Lager eine Kiste hin. So. Da packe ich gleich mal was drin, ja. So, Badufia. Was brauchen wir jetzt nicht? Was ist denn das? Ach, Sulfur habe ich ja schon, okay. Handwerkzeug, Sperre brauche ich vielleicht jetzt nicht unbedingt. Die Hose brauche ich jetzt nicht unbedingt. Macht 20 Schaden, macht 14 Schaden. Na gut, würde ich ja erstmal reinlegen. So, jetzt haben wir erstmal ein kleines bisschen Platz. Jetzt gucken wir mal, ob wir eine Werkbank herstellen können. Lagerfeuer brauchen wir auch noch. Ja, Lagerfeuer mache ich gleich mal. Okay, ja, brauchen wir aber für Workbench brauchen wir Metall. Wooden Blank und Metal. Okay. Geht schon los hier. Gut, machst du Lagerfeuer, sehr gut. Wooden Blank. Ich hab vorhin Metall eingesammelt, ich habe vorhin Fiber eingesammelt und nichts davon habe ich. Da hat es bestimmt keinen Platz mehr, oder? Ne, ich habe noch, oh gut, 5, 6, 7, 8, 9 freie Slots. Ach ja, Metall. Doch, 11 Metall habe ich. Okay. Sleeping Bag. Gut. Das mache ich mal. Ich baue mal ein Sleeping Bag. Mal sehen, ob wir das beide vielleicht nutzen könnten. Wäre nicht schlecht. Wo wollen wir denn hier Schlafplatz machen? Hier drinne? Geht das überhaupt? Ja, das geht. Das oder ist oben drauf, ja. Oder?
Hier drinnen gleich, oder? Ja, gleich hier drinnen. Der kommt vom Fenster, hä? So, zack. Respawn-Punkt festlegen. Hab ich. Guck mal, ob das bei dir auch geht. Jo, Respawn-Punkt festlegen. Ja, sehr geil. Ah, das ist ja cool. Nice. Das ist sehr großes Lob, liebe Entwickler. Erstmal sehr geil, dass wenn du Foundations in der Welt hast, die auch nutzen kannst. Also so, wir haben ja jetzt eine Basis hier. Dass wir die nutzen dürfen. Das finde ich sehr cool, dass du nicht zwangshaft eine Foundation bauen musst. Das gefällt mir sehr gut. Das, sowas mag ich eigentlich immer sehr, weil es bietet sich halt auch immer an, ne? Wir können jetzt noch das bauen. Komm, das machen wir auch mal jetzt. Ich will jetzt mal sehen, wie es aussieht. Bestimmt beschissen. Oh ja, geht aber. So ein Totenschädelhelm auf, nicht schlecht. So, dann Herstellung. Du hast Lagerfeuer gebaut, hast gesagt. Das andere, du hast Metall, hast du nee, gesagt. Ich brauche Stein. Stein habe ich. Warte. Droppe ich dir raus. Liegt vor mir. Also, ja, dann habe ich erstmal hier mein Metall raus. Wieso, wenn du es baust, brauchst du kein Metall? Das Lagerfeuer baue ich. So, okay. Dann, okay, dann baust du Lagerfeuer, dann wollte ich das bauen. Brauche ich aber Wooden Blank. Und Wooden Blank kann ich bestimmt. Wooden Blank, es gibt bloß Wooden Stick. Hä? Ah, okay, da brauche ich bestimmt eine Workbench. Okay, bauen wir eine Workbench. Bauen wir da. Ja, wo haben wir das Lagerfeuer hin? Irgendwo in der Mitte hier, oder? Ja, gemütlich, hä? Ja, genau, ja, auf dem Feld würde doch passen gleich, hä? Nice! Könnten wir jetzt sogar hier oben... Könnten wir sogar hier oben... unsere Workbench und so aufbauen, hier oben drauf. So ein bisschen umstellen, ja, muss man mal hochkommen. Ja, dass es ja nicht gleich wieder hinkommt. Sieht aber eigentlich ganz cool aus, ja. Guck mal, nice. So, jetzt geht's nämlich also los, ja. Ganz ehrlich, so ein Sonnenuntergang oder ja, von der Demo habe ich schon schlechter gesehen. Wo ist er? Oh ja. Ah, Speedy, hast du eine geile Basis gewählt. Sieht echt cool aus mit dem Blick aufs Meer. Schick. Ein bisschen romantischer ja, als wir, ja. Dann mal hier oben noch eine Matratze hinbauen und dann reiten wir dem Sonnenuntergang entgegen. ich brauche da keine Matratze. Wir sind ein Survival-Spiel, da scheiß auf die Matratze. So, wir haben auch ein schönes Bett können wir machen. Nägel können wir bauen. Was, ach ja, Wooden Plank. Hast du ja über die Workbench gelegt, ha? Das ist halt, es ist wie es ist. Bist du dran, ja. Ach, guck mal, ja, kann man Pflanzkübel bauen? Was kostet mich denn der? Ach ja, Nägel und Wooden Planks. Schmelzofen kann man auch schon bauen. Smith, oh Gott, okay, krass. TV-Cat-Haus. Was? Einmal TV-Cat-Haus. Katzenhaus gibt's. Small Couch sieht aus wie eine Kiste. Weapon Workbench. Oh, interessant. Was kostet mich die hier? Nägel. Also wir brauchen. Okay, bauen wir Nägel. Was kostet mich Nägel? Metall. Da kann man auch nicht viel. Ja, machen es trotzdem. Okay, jetzt mal. Machen wir Blanks. So. Können wir jetzt schon was bauen? Du hast die Kiste hingestellt, oder? Unten, ja, können aber oben auch noch einen hinstellen, ja. So, das kann man nicht machen. Wir brauchen noch Metall. Okay, krass, Metall habe ich noch gar nicht gefunden. Wir könnten dann Armorsmith könnten wir bauen. Weapons Workbench könnten wir bauen. Also, sprich, in Amboss oder eine Waffenworkbench entscheidet. Also, Amboss kannst du Rüstung machen und Waffenworkbench Waffen. Ich wäre eigentlich erstmal für Amboss. Wobei, wir brauchen bestimmt auch das. Na gut, das muss er dann später machen. Ja, ich brauche beides, wenn wir ehrlich sind. Ja, sicher. Aber jetzt erstmal, weil ich kann jetzt erstmal nur eh was bauen. Okay, haben wir erstmal Amboss gebaut. Boah, nice. Alter, wie cool das aussieht. Zack, da ist er. So, können wir drauf gehen, Leute. Und jetzt hier das hier, können wir unsere Rüstung bauen. Das ist jetzt auch rot, blau und so weiter und so weiter. Bin mir jetzt nicht sicher. Doch, Herstellung 3 Sekunden. Aber hier steht nichts von... Ach doch, 10-fache Technik, okay. Oh, Militärgashelm. Bräuchten wir 10 Row bloß. Okay. Können wir den bauen? Was bringt der? Den Kopf schützt und sie Chemikalien schützt. Aha, okay. Helm 3. Knormanit. Achso, die Helme bauen auch aufeinander auf, wie bei Sankenland. Interessant. Okay. Bedeckt und schützt ihren Kopf. Okay, also das ist nicht so Brille. Okay, also brauchen wir erstmal, jetzt müssen wir erstmal looten gehen. Okay, nice. Schön aus, dein Lagerfeuer.
Vielen so, Dank. Dann habe ich noch eine Kiste drin. Warte mal. Ach, die ist schon voll, okay. Ach, das hast du auch gefunden. Okay. Auf jeden Fall müssen wir auch spielen gehen. Ich habe hinten irgendwelche Viecher gesehen. Das sah aus wie Rehe oder sowas oder wie Hirsche. Okay. Die müssen wir auch mal fertig machen. Weil ich habe auch mal mein Essen jetzt verbraucht und. Gut, warte mal. Hast du schon verbraucht? Okay. Ja, ich muss zweimal essen. Dreimal. Oh ja, scheiße, ich muss auch essen. Das habe ich gar nicht gekriegt. Ah, jetzt ist es da ziemlich dunkel, ne? Scheiße. Egal. Wird das neue Sankenland, Leute? Ich weiß noch nicht. Wir werden sehen. Small Blender würde mich auch interessieren. Kann ich aber nicht. Kann ich die große Kiste bauen? Nee. Schade. Schade, schade. Was ich auf jeden Fall gut finde, ist, die Steuerung ist erstaunlicherweise sehr direkt. Also ich finde es gut. Jo. Ja. Bei vielen Demos hast du ja so, wo du die Maus bewegst und dann braucht er so ein paar Millisekunden, bis er nachzieht. Also habe ich jetzt ja gar nicht. Also ich finde es hab ich auch nicht. Eigentlich also, extrem geil. Ja, also finde ich ja. Ich habe gegessen, zweimal gegessen. Ich habe jetzt auch dreimal gegessen. Okay, dann gehen wir hier. Let's go. Wir könnten ja einen Bogen bauen, ne? Habe ich gesehen. Weiß ich halt nicht, ob das vielleicht besser ist, dass du das Fleisch rauskriegst. Ja. Möglich. Ich weiß auch nicht. Vielleicht brauchst du ein Messer oder so, um wieder das Fleisch zu holen. Aber ich konnte doch, warte mal, kann ich den Nahkampf abmetzeln. Ja. Hammer, was bringt der Werkzeug zum Modifizieren von Gebäuden? Ah, okay. Könnte ähnlich wie bei Seven Days to Die sein, meine lieben Freunde, dass er dann halt quasi aus Holz, dann verstärktes Holz machen könnt, Stein dazu braucht, dann könnt ihr eine Steinwand bauen und so weiter. Also, dass du eine Holzwand vorgegeben kriegst, kannst aber trotzdem eine Steinwand oder Eisenwand machen, bräuchtest aber den Hammer zum Verstärken. Gibt's ja bei Seven Days to Die Arm. Es gibt sogar noch eine Clothing Workbench, gibt's extra noch, okay. Wenn man jetzt noch dort Wände hinstellen kann und selber Treppen stellen, dann wär's richtig geil. Okay, ich brauch Clothes. Clothes haben wir doch. Geh ich nochmal schnell zurück, Leute. Bauen wir uns schnell eine Fackel. Weil jetzt sieht man ja gar nichts mehr hier. Naja, so gut ist es vor dem Fenster. Cool, also cool sieht's aus, ne? Also gibt's nichts. Na komm schon. So, brauchen wir Clothes. Clothes hab ich. Dann bauen wir einmal eine Torch. Ja, das haben wir gemacht. Wooden Planks habe ich ja einstecken, na klar, logisch. Und Metal von guten Speedy, ein paar Sachen. Wo ist denn hier Torch? Ach hier, okay. War krass, aber wie viel Wooden Planks Dudley hergestellt hat, nice. Dann das 6 drücken. Oh, voilà. Ja, das aber, guck mal, das geht. Musst du schießen. Ich will schießen, Gottes Willen. Schön ist, wenn ich nach vorne laufe, dann brenne ich mit meiner Fackel sozusagen. Optisch. Na, warte. Gucken wir mal. Nö, ich finde die Aufmachung gut. Kann Spaß machen. Ist jetzt halt interessant. Es ist ein Survival-Game, es ist mit Zombies. Aber was gibt's zu machen? Du hast jetzt 4 Inseln. Klar, die musst du erstmal erkunden, ne? Das wird ja immer stark. Du musst immer dich erstmal hochleveln, da kannst du ins nächste Gebiet. Aber was gibt's dann noch, ne? Das würde mich interessieren. Da vorne gibt's auf jeden Fall einen Shop. Hm. Bin nicht zu lang gelaufen, keine Ahnung. Ich sehe das Lagerfeuer von hier. Ich sehe dich gerade nicht. Ich bin einfach so ein bisschen schräg nach vorne gelaufen, Richtung Straße. Okay, oder dann? Ja, ich bin bei der Straße, genau. Ja. Das ist ein Auto. Ein Auto! Leergeräumt, die Bude. Okay, die Torch scheint aber auch nicht also wegzugehen dann. Die kannst du unendlich nutzen, das ist nicht schlecht. Bei aller Hardcore-Survival-Super-Fans ist es jetzt wahrscheinlich nicht so geil. Weil die wollen ja immer, dass das Zeug dann verfällt, aber ich finde es jetzt persönlich erstmal ganz angenehm. So, was haben wir hier? Guck mal an. Reinigungsmittel. Unverzichtbar für Hygiene und Werkzeugpflege. Okay, nur dann nehmen wir das mit. Ich hatte da hinten bist du. Ich bin bei so einem Fahrzeug, aber ich weiß nicht. Ah, ja, ich sehe dich. Erstmal guten Tag. Ja, moin. Aber hast da keine Uhrzeit hier oder am Tag, ne? Unten steht bloß 31 Grad.
Naja, stimmt. Ja, wir haben aber vorhin schon. Skorkewehr. Ja. Episch. Oh, episches Skorkewehr. Ja. Ja, trotzdem weniger Schalten als mein jetziges. Nehmen wir erstmal mit. Wie gesagt, ich denke, dass das viel damit zu tun hat, mit den Fähigkeiten. So, ich habe Level 6 eigentlich. Wo steht denn hier, wie viele Punkte? Ich habe hier unten 2 wahrscheinlich. Und ich könnte jetzt hier... erfordert einen überlebenden Fertigkeitspunkt. Habe ich ermöglicht das Freischalten neuer Fertigkeiten? Ach, okay. Ah, hier gibt es einen Fähigkeitsbaum. Ja, hatte ich eigentlich vorhin gesagt, ja. Ja, ach so, das ist doch erfordert. Draufhören. Nee, das stimmt, ja. Hunger, Ausdauer kann man runtersetzen. Durst ist klar. Schadensresistenz, bla bla bla. Haben wir bei dem einen und bei Beweglichkeit hat man vorhin schon mal reingeguckt, Leute. Aber machen es trotzdem nochmal Läufer. Ja, Fallschaden natürlich, wahrscheinlich, ne? Genau. Verringert Fallschaden. Okay. Ich sehe jetzt aber auch nicht die krassen Fähigkeiten, muss ich mal sagen. Also klar, Angriff und so, Krieger. Tab schließen sich den Skillbaum, Fertigkeit erhöhen. Ah, okay, muss ich Doppelklick drauf machen. Alles klar, jetzt habe ich es verstanden. Na, dann machen wir das. Oh, das so, ist gut. Hungergeschwindigkeit wird verringert. Ja, habe ich auch gerade gemacht, genau. Und hier haben wir noch keinen bei Angriff, okay. Ja, siehst du. Doch schon mal nicht schlecht. So, waren wir schon? Würde ich sagen, laufen die Straße hoch. Bei Kraft hatte ich schon einen. Bei Kraft hatte ich. Ja, ehrlich? Ja. Okay, cool. Ne, hat schon keinen. Ach doch, klar, hatte ich bei Kraft einen. Ich habe einen eingesetzt, ich Idiot, ja. Alles klar, Herr Kommissar. Lauf nicht weg. Mach ich doch nicht. Du bist der Einzige mit einer Fackel. Ja, es ist jetzt quasi ein bisschen Abhängigkeit gemacht hier, geschaffen in der Survival-Welt mit Speedy, ne? Das ist von mir abhängig. Wenn die Sonne aufgeht, nicht mehr, aber bis jetzt... Es hat nicht lange gedauert, zumindest in der Nacht. Ja, das stimmt. Und das ist mein Riesenvorteil, weil das bedeutet, der Speedy kann mich nicht abschießen eigentlich im Moment, obwohl könnte er trotzdem keine Fackel daneben, ja. Das müsste er nicht verraten. Wäre ja. Das wäre interessant, ob es Tiere gibt, aber es wäre ja eigentlich logisch, ne? Du brauchst irgendwas zu essen. Oder du musst wirklich wieder ein Beet bauen oder sowas. Aber wo hast denn du Metall her? Ich habe schon welche gesehen vorhin. Ah, okay. Wo hast du Metall her? Das habe ich von den Fässern. Die kannst du zerschlagen. Ach, die Fässer bringen Metall. Okay, kann man die irgendwas abzuschlagen? Hast du das mal versucht? Nee. Das kann man aber gleich mal. Ging bei Seven Days to Die ja genauso, dass du da manche Fracks abbauen konntest? Nee, geht nicht. Das wackelt schon mal, aber... Gut, na gut, könnte das sein. Boah, ich hab ne Knarre. Der gleiche, die ich hier hab. Aber egal. Das ist doch für Level alle 6 bestimmt, ne? Ich hab alle Level 6, also. Ja. No. Gut. Cool. Aber ich liebe ja solche Spiele, Leute. Ich mag, wie gesagt, diese postapokalyptischen Spiele sowieso. Ich wäre irgendwie nie satt von dem Zombie-Zeug. Ich mag es halt einfach. Aber es ist nicht. Ich weiß, dass das Speedy überhaupt nicht gefällt. Da ist er überhaupt kein Zombie-Freund eigentlich. Aber wenn ja, an sich nicht, nee, aber jetzt gerade geht's. Also jetzt, wo keine da sind, finde ich gut. Ja, gut, die Zombies sind halt lustige Gegner, ne? Komm, wir erst ein Fass zum Zerkloppen wahrscheinlich. Ich geh mal lieber weg, sonst kriege ich was mal. Aber wir haben. Ich hab das da vorhin kaputt gemacht. Mit der Axt eigentlich. Achso, das geht ja nicht immer, ne? Naja. Guck mal, wir können auch blocken mit der Axt übrigens, mit der rechten Maustaste. Sehe ich gerade. Schön. Geht nicht kaputt? Naja. Schade. Das ist merkwürdig. Warte mal. Nee, geht tatsächlich nicht. Boah. Schade. Wartest du. Vielleicht geht da nicht jedes Fass. Aber dann ist mit Metall wird's dann schon interessant. Müssen wir in der Metallmine. Ja, es wird so werden, ja. Interessant ist, wenn ich jetzt einen Zombie mit der Fackel schlage, fängt er dann an zu brennen. Wo rennen wir jetzt eigentlich hin, mal so gefragt? Ich hab keine Ahnung. Du hast gesagt, du hast Tiere gesehen, dann bin ich einfach losgelaufen. Ja, das ist ein Vorteil. Ich will erst bitte erkunden, ich meine, wir haben ja Zeit. Also nicht mehr viel, weil es 39 Minuten rum, aber bringt ja nichts, wenn wir nur auf der Stelle stehen. Ja, erste Folge, noch nichts geschafft, ja.
Ah, das ist nicht Crafting Game 2. Eigentlich müssten wir jetzt einen Einschnitt machen. Jetzt Stopp drücken. Also sagen, das war die erste Folge. Dann erstmal Offscreen looten und dann die zweite Folge zeigen. Was es noch so gibt. Ja. Aber so ist das halt in die Crafting Games, ne? Halt, stopp. Mach ich. Wo bist du da? Okay. Wo ist... Alter, muss ich mich so erschrecken. Aber es ist relativ wenig los hier, oder? Na, in der Nacht zum Glück. Also ich bin gerade nicht böse drum. Nee, aber ich meine jetzt auch loot-technisch. Also dass jetzt irgendwie sagen können, dass wir noch so ein Haus oder so ein Lager wie wir haben. Ich muss das mal auf Map gucken. Warte mal. Ich guck mal auf Map. Wo sind wir denn jetzt hier? Gut, das Gebiet ist aber... Wenn ich überlege, was wir gelaufen sind, ist es schon ganz schön groß. Wir küssen jetzt irgendwie doch trotzdem nach rechts. Dann ist das nächste Feindlager. Also wir müssen jetzt geradeaus... Store Factory oder nach links zum Shop? Warte mal. Wo siehst denn du einen Shop? Ach, da! Oh, da gerade, links. Kann man einen Punkt setzen? Jo, hab ich. Cool. Ich kann einen Marker setzen. Geil, Doppelklick auf die Karte. Ah, Doppelklick, ja. Können wir mal zum Shop gehen? Na, aber sind wir doch. Aber ich glaube, gefunden, die weg, muss den Besitzer wechseln. Aber ich glaube, aber ist der Shop nicht in der Nähe von dem Block? Na, mal gucken mal, Leute. Oh, wo ist denn jetzt? Ich habe auch ein Problem. Hä? Friere ich oder was? Nö. Hunger, Durst, links unten. Ach, Durst. Scheiße, ja. Ah, fuck. Ja, gut, da habe ich jetzt Pech gehabt. Hast du nicht mit? Nee, ich war verrecken. Nee, warte, komm her. Also was da trinken? Na, aber sicher doch. Wo hast du denn das gefunden, ey? Okay, nimm erstmal nur eine bitte. Ja. Oder zwei. Ich hab's gerade nicht gefunden, wie man es aufteilen kann. Ich muss jetzt, ich nehme mal zwei, dann ist es fertig, danke. Woo! Speedy Lebensretter. Steht vor mir die Flasche. Danke! Jo, gerne. Oh, du musst aber genau treffen mit dem Moiko. Ja, 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 das ist. Gut. Jo! Boah, krass, hab ich gewundert, aber du war aber auch wieder knapp, war ich fast drauf gegangen. Oh, guck mal, unten gibt's einen Wohnwagen oder irgendwas. Oh ja. Zombies. Ja, ich lass mal lieber die Fackel noch drin, noch ist dunkel. Könnte ich die schießen? Nee, ich kann mich verteidigen. Ja, jetzt kann ich es mit der Fackel wieder nicht probieren, Leute. Ich halte wieder nichts aus. Aber Speedy wird's wegknallen, die Jungs. Hallo, nachladen. Ich hab Munition. Hallo? Naja, ich. Oh ja. Nee, das, was rechts steht, ist nicht eine Munition. Das ist das, was das Magazin fassen würde, ne? Ja, jetzt habe ich nämlich auch keine Munition. Also, na, also du hast ja mal neben, da hast du ja vorne 5 stehen zum Beispiel bei der Pistole und dahinter 8, genau, das heißt. Ich gerade gemerkt. Genau, die würde 8 Schuss fassen. Ach, Pistolen Ammo habe ich. Ach. Mhm. Ich ja. Bin aber auch ein Held. Wechsel. Na, du bist Level 5, bist du. Level Schurke. Ich? Ja. Level 6. Bei mir steht 5. Genau, ins Gesicht. Scheiße, ich kann nicht schießen. Ich habe keine Munition mehr. Ich würde ja gerne helfen, aber ich kann nicht zuschlagen. Ich bin down. Jawoll. Oder ist das... Nee, naja, egal. Was stand hier? Manchmal kannst du es echt nicht lesen, so schnell wie es weggeht. Naja, das ist noch ein bisschen komisch gemacht. Ja, das müsst du noch mal ändern, liebe Entwickler. Das muss ein bisschen übersichtlicher werden bei so einem Spiel, weil sonst, ja, übersiehst du zu viel. War cool, da kleines Zelt. Wäre auch cooler Lagerplatz gewesen, hätte auch cool ausgesehen. Ja, das stimmt. Das kleine Zelt bauen können, aber wir können ja auch noch mal umdingsen, ist ja egal. Aber so gibt's nix, ja? Nee, ich hab auch gerade gedacht, hier gibt's nix. Da kannst du Müll alles leer. Schade.
Das ist ja mau. Große Trauer. Leute, große Trauer. Wir als lootgeile Wichser. Aber es wird langsam hell. Ja, dauert auch ganz schön lange. Ich habe noch eine Scheune gefunden. Da ist auch nichts drin. Mülleimer, hast bestimmt schon geguckt. Ja, ist auch nichts drin. Okay, krass. Na, ich laufe mal Richtung Shop so langsam. Ja. I follow you. Aber optisch, also die das Setting gerade war nicht schlecht. Das ist ein richtig, richtig geiler Walking Dead Spot, sag ich mal, ne? Ganz klassisch, so mit Wohnwagen, so ein Hänger dort als Durchgang und dann so vorne das Zelt dort. Ich habe gerade Sylpho gefunden. Das habe ich auch vorhin gefunden, ich weiß bloß nicht wo. Ich glaube beim Abbauen von den Steinen. Okay. Ach ja, setz doch, der Chief. Genau so. Siehst du da? Ja, da ist direkt bei mir. Da sitzt hinterm Sofa, oder was ist das? So eine Mauer. Hä? Ich bin genau bei meiner Markierung, bei mir sitzt, ist gar nichts. Ich erwarte dich gerade nicht mehr. Nee, das ist ein bisschen. Ja, ein bisschen davor, oder? Also von hier aus sehe ich das Lager. Wenn wir gerade herkommen. Okay. Also du hast ja... warte mal, du hast doch... Wenn du dich vor das gelbe Zelt stellst... Hast du doch in der Mitte so einen Container, der ein bisschen höher gelegen ist. Ja. Und auf den guckst du genau drauf zu und drehst dich um und läufst da genau in die Richtung. Ja, ich hab's. Okay, aus dem Lager vor. Okay. Ja, es ist da. Grüße! Ah, was verkauft der? Einmal Metall. Pistole. Händlerliste. Nicht genügend Gegenstände. So, da guckt Bluefish. So, aber kann ich denn jetzt, Verkaufsliste. Also oben ist, was du kaufen kannst, genau, und unten ist, was ich verkaufen kann. Du hast das Bügeleisen gemaust. Machst du ruhig. So, wir hatten doch eine Waffe doppelt. Jetzt steht da hier Smoke Run, oder? Ne, M4, der hatte ich doppelt, oder? Bin ich blöd? Ja. Achso, ich kann nur verkaufen, was ich nicht oben in der Liste habe, logischerweise. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal gucken. Moin. So. Nee. Die Waffe bringt mir 6 Dollar bloß. 6 solche, was auch immer. Na, no, das ist nicht viel. Wow. Na, ich habe aber was viel bringt, aber du weißt ja nicht, ob du das noch brauchst. Das ist das Problem. Der Colt. Den Colt könnte ich verkaufen, weil ich habe ja 2 Schusswaffen. Oder eine Glock. Verkauf den Colt. Ja, komm, scheiß drauf. So, habe ich gemacht. Jetzt habe ich ein bisschen Kohle. Jetzt kann ich was zu essen kaufen. Kostet 30 Euro. Ausgestattet. Ja, hast du so gekauft? Soda, Wasser und Fisch. Ach, kriegst aber 7-mal Fisch und nee, immer Fisch. Wow, wow. Oh, ich muss fressen. Oh, verdammt, geht das fix runter. Ja. Also später. Ich muss auch meinen Fisch essen. Boah, da bringt er fast gar nichts für den Preis. Ihr Wichser. Konntest du so viel verkaufen? Ich konnte gar nicht so viel verkaufen. Ja, ich habe 2200 Mikrochips gehabt. Was? Freilich, das ganze Gebrassel aus. Laptop fort, Smartphone fort. Achso, du hattest das Zeug an. Okay, hatte ich alles nicht. Wie gesagt, das Einzige, was ich habe, ist halt diese...
Cellphone, ja, zum Beispiel. Aber ich habe Mobiltelefone eine vielseitige Kommunikations- und Überlebenswert geworden sind, ist jetzt ein wertvolles Handelsgut. Okay, also das ist ein Handelsgegenstand. Okay, das wusste ich jetzt nicht. Das haben wir jetzt verkauft. Infinity Pants kann man auch verkaufen. Cellphone habe ich nochmal. Remove Cellphone. Wie oft habe ich denn das? Hä? Ja. Oh, cool. Guck mal Richtung den Lager, wo wir gerade hergekommen sind. Warte mal. Ach, jetzt habe ich. Okay, Alter, jetzt habe ich auch viel. Okay, jetzt kann ich erstmal. Warte mal, jetzt kann ich erstmal das kaufen. Jetzt habe ich 1000, okay. Du musst das trinken und Soda, was bringt das? Einfach nur. Lose Soda, ja, okay. Soda bringt ein bisschen, kleines bisschen Hunger und Durst. Also viel Durst. Ja, ich kaufe trotzdem bloß Wasser. So. Jetzt haben wir ein bisschen Fisch und ein bisschen Soda. Achso, okay, krass, aber das Geld wird auch hier, die Chips werden ja angezeigt, ne? Also die musst du im Inventar haben. Mhm. Den Platz weg, okay, krass. Bei dem Lager, wo wir hergekommen sind. Was ist da? Der Sonnenaufgang. Hm. Achso, der, das ist nice, ne? Hat man schon mal schlechter gesehen in der Demo. Wow, stimmt, ja. Das sieht gut aus. Gut, haben wir jetzt ein bisschen Fisch und ein bisschen Soda. Schrie Mr. Yoda. Wo machen wir jetzt hin? Wir waren noch gerade... Ja, Fisch und Soda Richtung... schreit von Linkenbrock, Schmeik Shinoda. Linken was? Von Linkenbrock. Achso, die. Linkenbrock. Das ist eine Band. Machen Musik. Weißt du, was Musik ist? Nee. Ich glaube, das, was ich anhöre, das kann man halt mit Musik vergleichen. Hm. Ja, ist Ansichtssache halt, ne? Warte mal, ich glaube, hier so in die Richtung gab es irgendwie die Fischer. Setzen wir eine Markierung ab. Warte mal. Das ist für meine Markierung. Ich nehme meine erstmal wieder weg. Hast du meine gesehen? Naja. Na ja, gut, dann brauche ich den einen. Scheiße. Okay, das ist schon wieder dumm. Aber von hier sieht man auf jeden Fall unseren Turm. Ja, habe ich auch gemerkt. Da vorne. Ja, habe ich auch gesehen. Und da in die Richtung, da waren irgendwo auf der Anhöhe waren dort Rehe oder Hirsche oder irgendwie was. Na gut, laufe ich mal zurück zum Turm. Wir haben 52 Minuten, Leute. Wird nicht mal lang gehen. 8 Minuten. Vielleicht schaffen wir noch ein Tier zu erlegen. Und dann denke ich, ist es leider auch schon wieder vorbei mit der Demo. Haben wir natürlich nicht so viel geschafft, aber. Ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Spiel, was viel Vorbereitungszeit braucht. Und ich habe keine Munition mehr, ne? Nee. Oh, scheiße. Müssen wir mal den Lucille rausholen. Hilft ja nichts. Wow. Schnauze, Junge. Na, mein Freund. Gottes Willen, wo kommt das jetzt her? Na, das sind die Geräusche von den Zombies, ja. Oder. Bleh. Zugst du auch eine Junge, Kusche, eine. Schnauze. Wo schlägst du denn hin, du Depp? Bleh. Oh Gott, ist das blöd, ey. Wenn du dich halt nicht richtig rumdrehst zum Zombie, dann schlägt der andere falsche Richtung. Bleh. So, den Hammer. Und wir haben Tomato Seed. Immer noch satt dunkel. Was haben wir hier? Ein Molotow. Ja, nehme ich. 4 Molotows, nicht schlecht. Das kannst du mal gebrauchen. Das haben wir. Na. Krass, ich hab schon so eine Maske gefunden. Ach so? Mhm. Nice. Beschreibung derselben anzuzeigen. Bewege deine Mauszeuge über den Element. Was mache ich gerade? Achso. Die Temperatur um 1 Grad. Ha, ich hab was gefunden. Hirsch, Reh, irgendwie was. Knall's ab. Ich hab keine Munition. Achso, ja. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja, das hätten wir uns natürlich überlegen müssen. Vielleicht kann man einen Bogen bauen, schnell noch.
Beeilen Sie sich hier. Ich werde auf Sie warten. Ich soll Bogen bauen. Da hinten sehe ich dich, ganz in der Ferne sehe ich dich. Stark. Warte mal, Bogen. Wie rumherrennt. Da war glaube ich ganz unten. Ja. Brauche ich Rope und für die Pfeile brauche ich Stein. Das ist schlecht. Also Rope brauchen wir erstmal wieder. Rope. So. Reicht das schon für den Bogen? Ich weiß es nicht. Ja. So, Bogen habe ich. Und jetzt brauchen wir Stein. Also müssen wir mal schnell Stein abbauen. Okay, also wenn du aber viele Chips hast, das kostet dich hier ganz schön Platz im Inventory. So, wo habe ich jetzt meine Spitzhacke? Hab ich sie verkauft, aus Versehen vielleicht? Was sehe ich sie bloß wieder nicht, weil ich blöd bin? Ich habe keine Spitzhacke, ich brauche Stein. Hä? Hat er die? Okay. Stein habe ich sieben. Okay, wo bist du? Ja, da komme ich kurz zurück, warte. Ich merke mir bei dem Strommast, wo das Auto so rumsteht. Ah, das kann man sich merken. Ja, interessant, welche Richtung, aus welcher Richtung du jetzt kommst. Vom Anfang. Ja, doch, Richtung Anfang, also die Richtung. Ah, ich sehe dich ja. Ah, ich sehe dich ja, okay. Ja, moin. Tag. Wuhu. So. Hey, still. Das war einheimischer, ja. Pass auf, hier hast du den Bogen. Geil. Und hast du Holz? Du kriegst meinen Stein. Achso, oder so, ja. Stone. Jetzt kann man aber Pfeile erstellen, Leute. Jetzt geht's los, ja. Oh, das dauert ein bisschen. Ja, cool, wir hätten ja Sperre gehabt, ne? Aber die habe ich natürlich mit Absicht nicht mitgenommen. Aber gut. Wie viele Pfeile kriegt man? Oh Gott, 5 Stück. Ja. Na, ich habe jetzt fehlt wieder Stein, aber ich kann nichts mehr abbauen. Verstehe aber nicht. Ich habe niemals meine Spitzhacke verkauft oder abgegeben. Oder habt ihr gesehen, vielleicht eine Aufnahme, dann tut's mir leid, da habe ich es aus Versehen gemacht. Aber nicht wissentlich, nicht wohlwollend. Na, so einen kleinen Tarn der Emma laden und so reinbauen. Ich brauche das ja. Ach, das ist doch wieder. Oh je. Yeah. Lass mich raten, wenn ich zum Gegner hinrenne, dann. Zu die Viecher hinrenne, dann gehen die bestimmt weg, ne? Ich weiß es nicht, ich hab's noch nicht probiert. Ach so, okay. Bin in der Ferne geblieben. Die Waffe ist leer. Hatte ich die Waffen denn eigentlich verkauft? Okay, da hat er bei mir irgendwas. Okay, da hat er bei mir wahrscheinlich die Spitzhacke anstatt diese Schusswaffe verkauft. Okay, das ist natürlich dumm jetzt. Nee, ich habe auch keine Munition mehr, oder? Ist auch schade. Go. Tja, auf geht's. Ja, hoffentlich ist er noch da. Genau, das war hier. Jetzt guckst du mal ein da hoch in die Richtung. Genau zwischen den Bäumen durch. Ja. Da ist oben das Vieh mit dem Geweih. Kicken wir mal. Na, ich denke, wenn du drauf zurennst, werden sie wegrennen. Ich kann einen Molotov-Cocktail schmeißen. Ja, ich mein, hä? Wenn alle Stücke reisen, habe ich einen Molotov-Cocktail drauf. Dann brenne ich es viel ab. Vielleicht ist ja, muss ja auch nicht so sein, dass das. Bei manchen Spielen geht es ja dann nicht. Aber ich denke, bei dem Spiel geht es trotzdem. Oh Gott, ich gehe lieber rüber, ja. Bei meinem Talent. Oh, da ist ein Fuchs. Also, das sieht einfach. Ich sehe keine Tiere. Warte mal, was ist die auch mit? So Leute, vielleicht bin ich blöd, aber ich sehe keine Tiere. Vielleicht seht ihr sie, ja. Also vor mir ist ein kleiner Fuchs, rechts ist ein Hirsch und links ist noch ein Reh. Und eine Libelle in der Mitte. Nee, ich habe nicht einen Tier. Also der Fuchs hat gerade zwei Pfeile kassiert und der Hirsch auch und nichts bewegt sich. Ich denke, dass es Bucky ist, weil ich sehe kein Tier. Ja, genau vor mir. Nee, bei mir ist nichts. Das hast du nicht gelassen. Okay, naja, gut, das ist natürlich schade.
Ich hab mich gut, ich sag mal so, also der Hirsch schwebt auch gerade einen halben Meter in der Luft. Also es könnte vielleicht Buggy sein. Könnte. Na, das ist jetzt. Und der andere auch. Ah, klasse. Heißer. Naja. Ganz im Fall umsonst. Na, ist ja egal. Bauen wir neuer. Hier habe ich ein jetzt. Ein Riesenvieh. Warte mal, ich glaube, jetzt hier habe ich einen Hirsch. Oh ja, was sind das? Boah, was sind das für ein Vieh? Ist das ein fliegendes Ding? Nee, aber das ist ein Zombie, Alter. Da ist ein Hirsch. Boah, ich hab jetzt so ein geiles Bild. Da ist ein Hirsch, Leute, aber ich hab nichts zum Schießen. Ja, das ist also fliegendes Vieh, ja. Boah, ist das eine Riesenlibelle oder was? Das ist eine Riesenlibelle, das hat so ein Unterleib wie von Alien. Ja, ich seh's gerade. So ähnlich. Ah, das ist so, boah, geil. Haha, schick. Bist du bei mir? Naja. Ich Scheiße. Bin da, wo wir noch waren, bei meiner alten Stelle. Lauf mal den Wald hoch und dann noch ein bisschen nach rechts und da stehe ich. Da ist vor mir jetzt ein Hirsch, aber ich habe nichts zum Schießen. Ich könnte natürlich mal schnell Holz machen. Ach nee, ich brauche ja Stein. Da ist die Libelle. Da rennt irgendwas. Mach grad bisschen Holz. Wo bist denn du? Den Fuchs kann man nicht erschlagen. Warum nicht? Doch, hier. Getroffen. Nice. Die Libelle greift an. Ich will den Fuchs haben, lass mich doch in Ruhe. Mal sehen, ob das geht. Aber ich glaub's nicht, dass ich den Stein mit der Axt kaputt krieg. Ne? Boah, ist die Libelle abartig, Leute. Da oben seht ihr so. Übel abartig. Libelle, ich fackel dich ab, Junge. Oh, ich will den Fuchs haben. Wo ist das? Ja, ich war so sterben. Oh Gott, die kommt! Oh Gott, fuck! Libelle, lass mich! Alter, ist die abartig. Oh, Alter, fuck you. Macht mich tot. Nein, die kommt doch nachher. Fuchs ist, glaube ich, der Endgegner hier. Ja, die Libelle killt mich. Ja. Alter, okay, jetzt sind wir zugestochen, tot. Tja. So läuft das Survival-Spiel. Ich dachte, ich kann die vielleicht mit Molotow abschießen, aber. Okay, also du kannst spawnen in der Hütte, ich bin aber im Regal gespawnt, also das ist ab, da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist wahrscheinlich okay. Ein bisschen buggy. Liegt immer noch, krass. Nee, also wenn er zuschlägt, ganz ehrlich, da ist der Fuchs längst woanders. Boah, was eine geile Rüstung. Ja gut, das ist wahrscheinlich... Dreck. Fuck. Schade, ich hätte gern auseinander genommen. Glaube ich doch, Speedy, glaube ich doch. Okay, jetzt kann ich es nicht mal wegnehmen. Sperr hätte ich noch. Umbandana. Na gut, dann komme ich wieder zum Lager zurück. Ja. Also wir haben eine Stunde Aufnahmezeit, meine lieben Freunde. Ich denke, das reicht erstmal von angezockt. Ich finde es persönlich ganz cool. Ist nicht schlecht, macht Spaß. Ist natürlich noch ein bisschen fehlerbehaftet, aber man hat ja die Möglichkeit, danach eine Umfrage zu machen oder soll sogar eine Umfrage machen. Kann ich jedem nur empfehlen, bei sowas, dass die Leute dann da wissen, okay, was sind die Fehler und was können sie verbessern, ne? Weil immer bloß meckern bringt ja nichts. Ansonsten finde ich so an sich den Charaktergestaltung finde ich gut, Umgebung finde ich gut, wie der Speedy schon sagt, so seine Aufgänge haben wir schon schlechter gesehen und so ein Auf- und Abgänge. Ja, aber das Jagen und so, das muss natürlich funktionieren. Aber bei mir ist kurz geschwebt, krass. Das Jagen und so müsste natürlich noch ein bisschen funktionieren. Aber ansonsten... Es hat Potenzial. Hat Potenzial. Ist ein ganz cooles Ding, finde ich. Ich denke, es kann Spaß machen. Ja, das denke ich genauso. Also ist eine gute Basis. Wie gesagt, muss noch einiges gemacht werden. Aber deswegen finde ich es auch gut, dass die Entwickler so nach Feedback... Fragen. Gleich im Hauptmenü. Ist ja. Wichtig, ja. Hat Laune gemacht für die erste Stunde. Auf jeden Fall. Und vielleicht mal sehen, ob wir noch ein zweiter machen. Müssen wir mal sehen. Vielleicht werden wir jetzt ein bisschen offscreen zocken. Und mal gucken, was da noch so geht. Weil es ist ja eine Demo, da geht ja nicht ganz so viel. Sehr löblich, liebe Entwickler, ist definitiv, dass man eben vorhandene Strukturen nutzen kann, um sein Lager dort zu bauen. Man hat es aber gerade gesehen, wo ich gespawnt bin. Es kann natürlich sein, ihr backt dann in irgendwas rein, das
Das ist immer das Problem, dann, wenn er es nicht auf der Außenfläche baut, so ein Bett, sondern oben reinstellt. Das hast du bei St. Lenda genauso. Als wir es ins Zelt gebaut haben, konnte er noch nicht mehr raus dann. Ich glaube, der Flunder. Aber ansonsten finde ich es ja, cool, dass das geht. Und das, ja, das war so an der Flunder. Dass man nicht irgendwelche Strukturen bauen muss, sondern die vorhandenen Strukturen einfach ausbauen kann. Das finde ich sehr cool. Man kann zum Beispiel hier eine kleine Werkhalle reinbauen oder sowas. Das gefällt mir gut. Und ja. Hat Potenzial. Wenn ihr Keys habt, dann schickt sie uns gerne rüber. Wir würden es gerne noch weiterspielen. Ansonsten sagen wir danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und tschö mit Ö. Ja, wir hoffen, euch hat es gefallen. Bis zur nächsten Folge, bis zum nächsten Fuchs. Dann machen wir uns einen schönen Muff. In diesem Sinne, lasst ein Like da. Macht's gut. Tschüss.